Dass diese Schrammen monatelang für jede Menge Stress sorgen würden, hätte Marcel Zimmermann auch nie gedacht. Es begann im Februar, als ein Autofahrer den geparkten Wagen des Bochumers streifte. Dass das Auto getroffen wurde, ist natürlich sehr ärgerlich gewesen. Aber zum Glück nur ein bisschen Blechschaden. Also dachte ich eigentlich, dass das Ganze schnell abgewickelt wird. Als erstes bekam Marcel Zimmermann von der gegnerischen Versicherung, der Hug Coburg, die Auskunft, dass er sich zur reibungslosen Abwicklung der Reparatur unbedingt an eine Partnerwerkstatt der Hug wenden soll. Bei der Begutachtung ist der Sachverständige husch-fusch ums Auto gelaufen, hat das Auto nicht auf die Bühne gepackt, nur schnell ein paar Fotos gemacht und sagte dann, dass der Schaden ca. 800 Euro hoch wäre. Ein Vorgehen, das der 38-Jährige für fragwürdig hält. Erst recht, als er erfährt, dass die gegnerische Versicherung gar nicht hätte darauf drängen dürfen, wo der Wagen hingebracht werden soll. Also holt er sich eine zweite Meinung ein. Im Gegensatz zum ersten Gutachter schaut Diplom-Ingenieur Alex Gonopolski auch hinter die verschrammten Teile. So entdeckt der Sachverständige aus Dortmund auch Schäden, die von außen nicht direkt sichtbar waren. Geschädigte nicht verarscht werden. Das Ergebnis seiner Begutachtung? Auch Einbauteile haben etwas abbekommen. Der sachverständige Ingenieur kommt am Ende auf eine Schadenshöhe von fast 2.700 Euro. Also mehr als dreimal so hoch. Es ist traurig, dass die Versicherung mit der Unwissenheit der Leute dann noch versucht, ihre Ausgaben im Endeffekt noch zu mindern. Ne? Es ist, wenn man nicht vom Fach ist und sich damit nicht auskennt, eine Katastrophe. Versicherungsexpertin Susanne Punzmann von der Verbraucherzentrale NRW kennt diese Spartricks der Versicherungen nur zu gut. Die Versicherer entwickeln immer neue Taktiken, um Geld zu sparen. Und der Geschädigte kennt im Regelfall seine Rechte gar nicht und vertraut auf das, was der gegnerische Versicherer ihm da erzählt. Das heißt, solche Sachen wie eine Wertminderung am Fahrzeug oder ein Nutzungsausfall werden dafür den Geschädigten überhaupt nicht oder nicht hinreichend erörtert. Wir haken bei der Hug nach und bekommen zur Antwort, man habe lediglich angeboten, den Service einer Partnerwerkstatt zu nutzen. Auch zum Besichtigt wurde, woher die Kostenschätzung über 800 Euro stammt und wie diese zustande gekommen sein könnte, entzieht sich unserer Kenntnis. Wir gehen dem nach und erfahren, dass das Auto sehr wohl in besagter Werkstatt zur Begutachtung war. Ein Betrieb in Hattingen, der auch auf der Hug-Internetseite als Partnerwerkstatt aufgelistet ist. Obwohl die Versicherung nach all dem Hickhack am Ende die höheren Kosten übernommen hat, ist Marcel Zimmermann trotzdem noch sauer. Es macht mich fassungslos, dass die einen abspeisen wollen, ja, um ihr Ding schnell durchzukriegen, um Gelder einzusparen. Und das ist eine Schweinerei.